Hallo zusammen und herzlich willkommen zum letzten regelmäßigen Galactic Report und damit zum Ende der wöchentlichen News-Sendung auf diesem Kanal. Heute am 2.10.3307. Passenderweise mit einer Ausgabe voller Ankündigungen und News seitens Frontier. Zunächst die besagte kurze Kanalinformation am Anfang. So circa ein Jahr, ein bisschen mehr, gibt's auf diesem Kanal schon regelmäßige News. Einmal pro Woche zum Thema Elite Dangerous. Leider muss ich bekannt geben, dass mir nicht zuletzt aus Real-Life-Zeitgründen diese Frequenz einfach nicht mehr möglich ist aktuell. Das bedeutet nicht, dass hier keine neuen Videos mehr kommen werden. Mein Anspruch an Qualität verlangt es aber, weniger Videos zu machen und dafür das Niveau zu halten. Passenderweise reduziert ja auch Frontier aktuell seine News. Ein Dev-Update gibt's einmal im Monat und selbst der Frontier-eigene Supercruise-News-Livestream findet ja nur noch alle 2 Wochen statt und enthält manchmal außer Bug-Reports sehr wenig Verwendbares. Aus diesem Grund möchte ich mich wieder mehr auf qualitative Tutorials und andere gute Videos konzentrieren. News wird es weiterhin geben, bei Kleinigkeiten sofort auf dem Discord des Stellar Nebula Project und wenn größere Neuigkeiten, ein Dev-Update oder irgendetwas ähnliches anstehen, dann kommt natürlich auch ein Galactic Report raus, der das auf den Punkt bringen wird. Der kann aber dann auch unmittelbar erfolgen, also direkt am Mittwoch danach oder so, und wird dann nicht erst den Samstag danach rauskommen. So haben wir, denke ich, alle was davon. Ob die Livestreams weiter jeden Dienstag stattfinden oder auf ein 2-wöchiges Intervall reduziert werden, ist aktuell noch nicht klar. Das wird die Zukunft und die Zeit zeigen. Ich hoffe da auf euer Verständnis und jetzt zu den News. Und von denen gibt es einige. Update 7 ist raus, das wisst ihr alle, und da hagelt es neue News und Informationen über Update 8 und darüber hinaus gab es auch noch das monatliche Dev-Update. Ich fange an mit den Sachen, die im Trailer sind und in Update 8 kommen werden. Dabei wird die 4-Personen-Multicrew freigeschaltet und die folgenden Schiffe bekommen einen 4. Sitz ins Cockpit. Anaconda, Beluga, Corvette, Cutter, Type 9, Type 10 und der Alliance Crusader. Neue Ingenieure kommen nach Colonia und der Weg, um sie freizuschalten, ist nicht so wie bei den bisherigen Ingenieuren. R von FDev wollte aber noch nicht zu sehr ins Detail gehen. Charakter-Emotes kommen ebenfalls schon in Update 8. Zuwinken, salutieren und viele mehr. Und das bei einigen abhängig von der Situation, also man kann zum Beispiel speziell einem anderen Spieler zuwinken. Das Roleplay-Element wird also endlich gestärkt. Und hey, wer weiß, vielleicht können wir irgendwann sogar ein Bier trinken oder sogar sitzen. Und Megaschiff-Innenräume kommen in Update 8. Also viele neue Sachen, einige davon recht überraschend, aber mit Überraschungen wurde auch absolut nicht gespart, denn es gibt mehr. Ein neues SRV ist nicht nur offiziell angekündigt worden, es ist auch schon fast fertig. Es wird sich um ein auf Kampf ausgelegtes Zweisitzermodell der SRVs handeln, also sozusagen ein Multicrew-fähiges SRV. Dieses wird irgendwann nach Update 8 kommen und ist gerade in der internen QA-Phase. Frontier sagt, sie haben unsere Bitte gehört und sie wird umgesetzt. Fleet Carrier Innenräume sind ebenfalls offiziell angekündigt. Darüber gibt es zum aktuellen Stand nur eine Information. Erste Hyperraumsprünge mit anderen Kommandanten an Bord wurden schon getestet und waren erfolgreich. Ob das bedeutet, dass wir zukünftig auch den Sprung durch ein Außenfenster beobachten können, ist leider noch nicht geklärt, aber ich hoffe es. Weitere Verbesserungen der Missionstypen und übergreifendes Gameplay sind ja schon oft erwähnt worden. Zum Beispiel soll es NPCs zukünftig möglich sein, aus dem Fußkampf heraus in ein Raumschiff zu fliehen, das man dann natürlich verfolgen muss. So langsam lässt sich sagen, kann sich Odyssey mit den Änderungen und neuen Updates wirklich sehen lassen. Auch der neue Content, der immer wieder reinkommt, verspricht eine recht gute Zukunft. Ich hoffe, dass die Frequenz noch eine Weile so bleibt und auch das FPS-Problem weiter im Fokus bleibt. Und zum letzten Mal in dieser Form unser Screenshot-Contest. Erstmal herzlichen Dank an alle, die über die Jahre ihre fantastischen Bilder in die Channels auf dem Discord gepostet haben. Bitte macht das gerne weiter.
und vielen Dank ans Kuratorium, das sich die Mühe gemacht hat, aus all diesen Einsendungen die besten auszusuchen. Heute haben wir Commander Corby von der PlayStation. Commander Star. Kairos Flow. Wohlarm. Und zum absoluten Abschluss präsentieren uns Commander Razor 2 und Major K einige Aktionen der SNPX-Community. Das war die letzte wöchentliche Ausgabe. Ich melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt, und neue Tutorials sind auch schon in Arbeit. Am Dienstag wird der Stream ausnahmsweise ausfallen wegen privaten Gründen. Wir sehen uns spätestens darauf die Woche oder eben auf stellanebula.de/discord. Wir sind da draußen. Seid ihr es auch? Euer Science Keeper.